Hier gibt es einen Hadith, der bei Bukhari Muslim überliefert wird. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam beschreibt hier den Muslim und den Heuchler bezüglich dem Koran. Er sagt, das Bildnis vom Gläubigen, der den Koran liest, ist wie eine Zitrone, deren Geruch und deren Geschmack angenehm ist. Das heißt, jemand, der den Koran liest, er bekommt einen Geruch, er riecht nach dem Koran. Ja, er gibt eine Aura. Er gibt den Leuten ein Gefühl, dass er jemand ist, der den Koran rezitiert und den Koran an erste Stelle legt. Das ist der Geruch. Und der Geschmack ist die Tat. Das heißt, derjenige, der den Koran immer wieder rezitiert und die Bedeutung versteht, es wird, die Leute werden dieses Handeln, diese Rezitation und dieses Verständnis über den Koran anhand seiner Taten sehen. Dann sagt er weiter, das Bildnis eines Gläubigen, der den Koran nicht liest, ist das einer Dattel, deren Geschmack süß ist, die jedoch keinen Geruch besitzt. Das Bildnis des Heuchlers, der den Koran liest, ist das einer duftenden Blume, welche einen angenehmen Duft hat, aber einen bitteren Geschmack besitzt. Das heißt, der Heuchler, der einfach so den Koran rezitiert, aber nicht über die Bedeutung nachdenkt und so weiter. Ja, er liest den Koran. Er ist wie eine duftende Blume. Angenehmen Duft. Man denkt, okay, das ist jemand von Al-Koran, einer der Leute des Koran, aber der Geschmack ist bitter. Das heißt, die Taten, die er begeht, widersprechen seiner Rezitation, widersprechen dem Koran. Und dann sagt er weiter, das Bildnis des Heuchlers, der den Koran nicht liest, ist das einer, hier sagt er, ja, hier gibt er das Gleiche von einem bitteren Apfel, ja, von einem bitteren Apfel, welcher keinen Geruch hat und deren Geschmack bitter ist. Kein Geruch und Geschmack ist bitter. Der Prophet Sallallahu sagte weiter, und das ist eine Motivation für uns, dass wir den Koran rezitieren, er sagte, lies den Koran, iqra'ul Koran. Da er am Tag der Auferstehung hervorkommen wird, um für seine Leser zu vermitteln. Das heißt, er wird ein Fürsprecher sein, ein Fürsprecher für diejenigen, die ihn lesen, der Koran.